Hi Leute, willkommen bei Leinwand TV. Ich bin Sven Oswald und ich freue mich, denn ihr seid großartig. So wie ihr diskutiert, klickt, liked und hier mitmacht, das ist wirklich eine wahre Freude. Vielen, vielen Dank dafür. Naja, und ihr habt letztendlich ja auch entschieden, was es heute geben soll in meiner kleinen Das kommt 2013 Reihe. Action und Superhelden hatten wir in den vergangenen Tagen schon. Und jetzt wollt ihr wohl mal herzhaft ablachen, denn auf www.facebook.com/leinwandtv hat die Mehrheit von euch für Comedy gestimmt. Also bitte, ihr seid der Chef. Und auch in Sachen Comedy geht da einiges im Jahr 2013, da kommen geile neue Sachen, aber auch ein paar alte, ein paar sehr alte Bekannte zurück. Neu dabei sind die hier, eine knuffige Steinzeitfamilie, die eigentlich gar nicht raus will aus ihrer Höhle, weil gefährlich und so, kennt man ja besonders hier in Berlin, ist fast so wie bei den Leuten, die hier in den Hochhausbunkern wohnen. Naja, aber das freche Getöcht schmeißt alle Regeln über Bord und lockt die Stubenhocker in eine mächtig bunte Welt, die Croods. Heute erzähle ich die Geschichte von Crispy Bear. Vor langer Zeit war diese kleine Bärin nur am Leben, weil sie immer schön auf ihren Vater gehört hat. Und sie war glücklich. Aber Crispy hatte ein großes Problem. Sie war sehr neugierig. Ja, und eines Tages sah sie etwas Neues und war sofort tot. Einfach so? Ja! Oh, immer dasselbe Ende. Hab's verstanden, Dad. Ich werde nie irgendwas anders machen. Braver Junge, Thunk. Ach. Meine Familie lebte immer nach der einen Regel meines Vaters. Verlasse nie die Höhle. Wir hatten nie die Chance, die Welt da draußen zu erkunden. Aber wir ahnten nicht, dass sich unsere Welt vollkommen ändern würde. Komm runter! In die Höhle! Lauf! Achtung! Das müsst ihr euch echt ansehen, Leute. Wunderschön. Lauf, lauf! DreamWorks, die Croods. Nicht ganz zurück bis in die Steinzeit, aber gefühlt fast gehen wir jetzt. Erinnert ihr euch noch an Hightower, Tackleberry, Mahoney und Co.? Richtig, Police Academy, die Comedy-Filmserie der 80er Jahre, kommt zurück. Nichts Genaues weiß man, aber 2013 soll es wohl werden, zumindest in den USA. Ob auch in Good Old Germany, bleibt erstmal abzuwarten. Es wird ein klassisches Sequel, also eine Fortsetzung, ein Teil, der weit nach den sieben Alten spielt, mit einer komplett neuen Klasse. Ob ein paar alte Recken als Lehrer auftauchen, ist auf jeden Fall noch streng geheim. Auch noch nicht raus, aber bald ist die Monster AG. Wir erinnern uns, knufflige Monster haben den Job rumzuerschrecken, und zwar in nächtlichen Kinderzimmern, sind aber viel zu niedlich, um das gut hinzukriegen und versagen auf ganzer Linie. Und wir haben uns jahrelang gefragt, warum versagen die eigentlich alle? Naja, jetzt kommt die Auflösung, denn vorher waren alle auf der Uni, auf der Monster-Uni. Jedes Kind auf der Welt, das abends ins Bett gehen muss, weiß, dass Monster in seinem Schrank lauern. Was es aber nicht weiß, diese Monster waren nicht immer so schrecklich. Ich kann nicht zur Vorlesung, ich hab nichts zum Anziehen. Sie mussten erst einmal auf die Uni. Gut, okay. Voll witzig, Sullivan. Du siehst klasse aus, Glotzkowski. Wenn du schon jemanden reinlegst, könntest du dir wenigstens etwas Schlaueres ausdenken. Was passiert hier ab? Ich kapier's nicht. Ich liebe die Uni. Ihr Lieben, ich würde mal so weit gehen und sagen, dass 2013 das Jahr der Comedy-Comebacks wird. Scary Movie kommt im fünften Teil mit dabei und alles andere als zahm.
Olle Charlie Sheen, das dürfte durchaus lustig werden. Und auch Austin Powers, so munkelt man, kommt endlich wieder zurück. Vom vierten Teil der 90er-Serie redet man ja schon ganz, ganz lange. Mit etwas Glück ist es 2013 dann nun endlich soweit. Tja, und dann kommt auch noch der dritte und letzte Teil einer Trilogie, die irgendwie nie wirklich eine Trilogie war, oder? Eigentlich war es mal eine witzige Idee, die dann nochmal gemacht wurde und jetzt nochmal gemacht wird. Vermutlich ganz ohne Hochzeit und Junggesellenabschied geht's auf einen klassischen Roadtrip in Hangover 3. Diesmal beginnt der wohl, so munkelt man zumindest, mit der Befreiung von Ellen aus einer Klapse, obwohl ich finde, der gehört da eigentlich ganz gut rein. Egal, es wird bestimmt kein großer Wurf, aber mit Sicherheit ziemlich unterhaltsam und ich bin gespannt, wer diesmal tätowiert wird in Hangover 3. Naja, und zum Schluss, da habe ich noch was richtig, richtig Krankes für euch. Hier am Ende des Ritts durch 2013. Comedians, eine Apokalypse, eine Kamera, na gut, wahrscheinlich waren es mehrere. Naja, auf jeden Fall ist das das Ende. Franco, guten Morgen, Sonnenschein. Leute, Leute, wacht auf! Danny lebt! Er ist unser ganzes verdammtes Essen! Ich habe für uns nur Frühstück gemacht. Alles cool. Was? Alter, das sollte für uns alle reichen, bis wir gerettet werden. Wartet, Freunde. Jetzt peile ich das. Ihr habt LSD genommen, ist doch so. Mhm. Was? Craig hat keine Hose an. Bestimmt hat er wieder voll übertrieben getanzt und alles vollgeschwitzt. Du hast weißes Zeug in der Fresse, Franco. Bestimmt hast du jemanden eingeblasen. Jonah hat vermutlich zugesehen und sich einen runtergeholt. Jay, wusste nicht, dass du hier bist. Schön, dich zu sehen. Danny, wir haben uns keinen geblasen und sind auch nicht high. James Franco hat also gestern keine Flöte gelutscht. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass ihr Optik schiebt. Du weißt echt nicht, was gestern Abend passiert ist? Daniel, vielleicht solltest du sitzen bleiben. Es sind nämlich ein paar ziemlich üble Sachen passiert. Und es gab sehr viele Tote. Okay, erzähl mir von diesen Toten. Alter, Siegel ist tot. Crummels ist tot. Michael Cera ist tot. Na, wenn Michael Cera tot ist, ist das kein herber Verlust. Was sagen wir denn? Michael Cera ist tot. Das ist nicht witzig, das ist echt nicht witzig. Seth, was du da gerade spielst, ist besser als in deinen letzten 6 Filmen. Wo zum Teufel war das in Green Hornet, hä? Jonah, du bist einer, der für den Oscar nominiert wurde. Also musst du den Scheiß auch richtig verkaufen. So, es gab Tote. Es gibt so viele Tote. So viele Tote. Okay, das war gut. Das war gut. Sehen wir aus, als ob wir Witze machen? Scheiße, was ist das? Zum ersten Mal meine eigene Pisse getrunken. Und sie ist nicht übel. Lecker Schmeck. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen schönen Eindruck, was in Sachen Comedy auf euch zukommt in diesem Jahr und vielleicht die ein oder andere Inspiration für leckere neue Cocktails. Wow. Egal, worauf freut ihr euch am meisten in diesem Jahr? Habe ich vielleicht sogar was übersehen? Ich freue mich auf eure Kommentare hier unten und bitte, wenn ihr Zeit habt, Daumen hoch. Das freut mich sehr und gerne, sehr gerne favorisieren. Die nächste Kategorie wählt ihr dann einfach wieder auf www.facebook.com/leinwandtv. Bis dann, Popelle. Tschüss.